würde jedem Sportprofi gut zu Gesicht stehen. Karl-Uwe Steeb hat sich gemeinsam mit weiteren Gründungsmitgliedern und dem Clean Winners Club die Aufgabe gestellt, Kinder und Jugendliche wegzuholen von der Straße, Zigaretten, Alkohol oder Drogen und sie wieder zu den traditionellen Werten wie Selbstverantwortung, Leistungsbereitschaft, Disziplin und Partnerschaft zurückzuführen. Um die Aufnahme in den Thüringer Clean Winners Club bewarben sich heute 35 Buben und Mädchen aus der gesamten Region. 5 verschiedene sportliche Betätigungen sollten Steeb und seinen Trainern zeigen, wer sportlich begabt ist. Doch das allein zählte nicht. Entscheiden, wer in den Club reinkommt, ist nicht unbedingt, wer jetzt da am meisten Punkte oder irgendwas hat, sondern wo wir denken, dass es genau die Zielgruppe ist, die wir suchen, und zwar Kinder, die noch nicht in anderen Sportclubs sind und noch keinen Sport betreiben und neu zum Sport kommen. Die Kinder werden wir als erstes nehmen und dann erst der Leistungsgedanke, ob jemand Talent hat oder nicht. 20 vor allem finanziell minder bemittelte Jugendliche zwischen 7 und 13 Jahren sollen in den Genuss der Mitgliedschaft im Club der sauberen Gewinner kommen. Vorteil ist auf jeden Fall, dass die Kinder für einen sehr kleinen Aufnahmebeitrag sehr viel Leistung bekommen. Also auf jedes Kind kommt jährlich ungefähr ein Betrag von 1200, 1300 Mark, den der Club zur Verfügung hat, um es speziell für das Kind auszugeben. Das bedeutet, das Kind bekommt umsonst Training, das bekommt Hausaufgabenbetreuung, kann umsonst Jugendcamps machen, Feriencamps machen. Und ich glaube, andere Clubs können das nicht bieten. Möglich wurde diese auf den ersten Blick illusorisch anmutende Idee durch einen Mäzen aus der Wirtschaft, der nicht genannt werden will. 49,46. Prominenter Gast heute Nachmittag im Sportsender Suhl. Karl-Uwe Steeb und seine Trainer vor Ort suchten aus fast 40 Buben und Mädchen die künftigen Mitglieder des Thüringer Clean Winner Clubs aus. Sie sollen im Verein weg von der fragwürdigen Art der heutigen jugendlichen Selbstverwirklichung und wieder zurück zu traditionellen Werten finden. Doch sportliche Kriterien allein genügen nicht. Entscheiden, wer in den Club reinkommt, ist nicht unbedingt, wer jetzt da am meisten Punkte oder irgendwas hat, sondern wo wir denken, dass es genau die Zielgruppe ist, die wir suchen, und zwar Kinder, die noch nicht in anderen Sportclubs sind und noch keinen Sport betreiben und neu zum Sport kommen. Die Kinder werden wir als erstes nehmen und dann erst der Leistungsgedanke, ob jemand Talent hat oder nicht. Mit 5 verschiedenen sportlichen Betätigungen wurde die Begabung geprüft. Die Mitgliedschaft bietet einige Vorteile. Nicht nur Tennisspielen, sondern auch Computerkurse, Ferienprojekte und sogar Hausaufgabenüberwachung bietet der Club der sauberen Gewinner seinen Mitgliedern. Für jedes stellt ein nicht benannter Mäzen 1200 Mark im Jahr zur Verfügung.